Hallo Borg, Heide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutz am Montag. Ja, es war eine anstrengende Woche gewesen, ein feuchtes Wochenende so oder so. Kommen wir gleich zu den Themen. Was gab's alles? Also der Waldbadverein hat am 21.09. die Saison 2018 nun endgültig beendet nach der Verlängerung. Es folgt nun nur noch am 4.10. der Herbstarbeitseinsatz. Und der beliebte Borkheider Weihnachtsmarkt am 15.12. ab 15 Uhr. Ansonsten ist dort jetzt Saisonende und Ruhe. Ja, auch in der Gaststätte am Waldbad war am Samstag was los gewesen. Da fand eine 80er-Jahre-Party statt. Gern hätte sich die Gaststätte mehr Gäste gewünscht. Das war allerdings einerseits der ziemlich knappen Ankündigung geschuldet, wie auch natürlich der Nichtteilnahme der angemeldeten Gäste. Auch ich konnte natürlich an diesem Event leider wegen langfristig geplanter Privatfeierlichkeiten nicht beiwohnen. Es soll aber trotzdem ein schöner Abend mit tollem Buffet und 80er-Jahre-Mucke gewesen sein. Und um der späten Ankündigung für das nächste Event vorzugreifen, am 27.10. veranstaltet die Gaststätte die nächste Party, diesmal das obligate Oktoberfest. Nähere Einzelheiten dazu werden noch folgen. So, die nächste Veranstaltung war eine inoffizielle, also nicht eine interne Danksagung bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und zwar am Sonntag gab es die, da hat die Gemeindevertretung Borkheide mit der Veranstaltungsreihe Der besondere Abend mit Edda Hage der Feuerwehr Danke gesagt für ihren diesjährigen harten Einsatz, den sie überall gehabt haben. Es spielte die brandenburgische Big Band e.V. und anwesend waren eben der Bürgermeister sowie Vertreter der Gemeinde und Edda Hage und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr samt ihrem Anhang. Und hier habt ihr den Bericht dazu. Bitte schön. Ja, habe ich denn hier? Jetzt ist es zu spät, es kommt Fernsehen und dann habe ich noch eine Spende erhalten von der Jessica für die Jugendfeuerwehr. Ja, das ist schon die Rede, ich möchte das nicht mehr reden und soll nicht mehr aufhalten. Viel Spaß. Guten Dankeschön, meine Kameraden. Die Ehrenkarten und die Spende habe ich dem Sascha vorhin schon überreicht. Ich wünsche euch viel Spaß, uns viel Spaß und ich hoffe, ihr habt viel, viel aufzunehmen. Ich gebe jetzt an die Edda, weil Edda macht den künstlerischen Teil. Ja, also es ist erstmal darf ich vorstellen, die brandenburgische Big Band aus Potsdam mit ihrem Leiter Karl Lahm, vollzählig hier erschienen. Und herzlich willkommen und wir freuen uns auf eure Musik. Es ist ein, wie der Bürgermeister schon sagte, ein Dankeschön. Die Gemeindevertreter sind da, also von der Gemeindevertretung Borkheide, dem Bürgermeister und dem besonderen Abend. Die Veranstaltungsreihe kennt ihr dann alle. Ne? Und ich will auch nicht lange reden. Liebe Feuerwehr, wir bedanken uns, die Gemeindevertretung Borkheide, unser Bürgermeister hat es ja schon gesagt. Und ich ganz herzlichen Dank, dass ihr da seid für eure Einsätze immer und genießt es heute, unser Geschenk an euch. Denn los. One, two, three, four.
Jo, so viel dazu. Dann zum nächsten, weil wir mit dem besonderen Abend gerade unterwegs waren. Übrigens die nächste Veranstaltung. Der besondere Abend findet am 30.09. Ab 17 Uhr im Hotel am Fliegerheim statt. Diesmal begrüßen wir Franz Grundheber, der aus seinem Künstlerleben und den Stationen seiner langen Sängerkarriere erzählen wird. Sowie einige gesangliche Kostproben gibt er. Dies geschieht aus freundschaftlicher Verbundenheit zu seinem Kollegen Peter Hage, dem 2005 verstorbenen Mitbegründer der Borkheider Kulturreihe Der besondere Abend. Also wer daran Spaß hat, wie gesagt, am Sonntag, den 30. um 17 Uhr im Hotel am Fliegerheim. Im Hotel Fliegerheim. So, dann kommen wir schon zum Sport. Diesmal war es ein sehr, sehr feuchtes Vergnügen. Wasserball eigentlich war das. Das war schon gar kein Fußball mehr. Das war Wasserball, auch wenn wir uns freuen, dass es endlich mal regnet. Wie gesagt, ein feuchtes Vergnügen hatten die Fußballer vom BSV an diesem Sonntag. Eine von vielen gelben Karten geprägte und jeweils für jeden Club eine gelb-rote Karte. Wasserschlacht, also wie gesagt, eine von vielen gelben Karten geprägte Wasserschlacht bis zur letzten Minute begeisterte die Zuschauer. Nun fehlt eigentlich nur noch die konsequente Nutzung der Torchancen, denn man hatte die Borkheider Elf zumindest in der zweiten Halbzeit druckvoll in der gegnerischen Hälfte erlebt. Es waren wirklich schöne Spielsituationen. Die Mannschaft ist wohl selbst nicht ganz so glücklich wie auch der Trainer nicht. Wir fanden es wirklich gut. Es war nicht langweilig. Jedenfalls es wurde ein 3:3, damit der 5. Platz in der Tabelle. Nach dem 5. Spiel ist die Belohnung und hier noch die Einschätzung des Trainers und ein paar Bildschnipsel, Videoschnipsel vom Geschehen. Ist an. Prickelnde Schlussminuten in der Wasserschlacht, gibt eine neue Sportart beim BSV, Wasserball. Ja, leider sind wir im Wasserball nicht so gut wie im Fußball. Ja, es ist ärgerlich, dass wir kurz vor Schluss den Ausgleich noch hinnehmen mussten. Wir haben leider in der zweiten Halbzeit das Spiel nicht entscheidend gestalten können, indem wir unsere Möglichkeiten, die wir gehabt haben, verwerten. Leider nur zum 3:2-Zwischenstand noch gekommen. Aber wie gesagt, dann in der Schlussminute da nochmal diese unnütze Unentschieden. Also richtig zufrieden kann ich heute nicht sein. Halbzeit 2:1? 2:1 für den Gegner, ja. Wie gesagt, in der Anfangsphase war der Gegner druckvoller, zielstrebig auch Richtung Tor gespielt und macht folgerichtig beide Tore. Meine Mannschaft hat sich dann zusammengerappelt und hat dann kurz vor der Halbzeit psychologisch auch wichtig der 2:1 geschossen. Ja. Ja, und für die zweite Halbzeit vorgenommen, Fehler zu minimieren, was teilweise gelungen ist. Ja, und dann sind viele gelbe Karten gekommen, die dann den Spielversuch unterbrochen haben. Ja. Mündete darin, dass der Gegner eine gelb-rote Karte kriegte. Und diese Phase haben wir dann letztendlich nicht so ausnutzen können. Wir haben zwar druckvoll gespielt, aber konnten eben diese Sachen nicht entscheidend für uns gestalten. Haben dann das 2:2 trotzdem gemacht, haben dann auch noch das 3:2 gemacht, kurz vor Schluss. Und schade, dass wir dann in der Schlussminute noch den Ausgleich hinnehmen mussten. Wie gesagt, wir haben aber gegen eine gute Mannschaft gespielt, muss man auch sagen. Da habe ich auch mit gerechnet, dass Wolin eine starke Mannschaft hat. Gut. Aber tatsächlich, es hat hier richtig geregnet und nicht nur Wasser, sondern auch gelbe Karten. 11 gelbe Karten, zweimal gelb-rot. Und übrigens hier im BSV gibt es die neuesten Fanartikel, die man sich kaufen kann. Hier so ein kleiner Rucksack, wie man den. 5 Euro. 5 Euro, wenn man den Verein unterstützen will. Super, aber trotzdem cool. Ein Punkt mit nach Hause genommen. Herzlichen Glückwunsch. Bis zum nächsten Mal. Nächstes Heimspiel, nächstes Wochenende. Richtig. Hier gegen? Ich glaube, Niemek geht's. Muss ich nachgucken, weiß ich nicht. Gucken wir nochmal. Wir sagen nochmal Bescheid. Nächstes Wochenende hier am Sonntag wieder ab 15 Uhr. Heimspiel Borkheide. Alles klar. Danke, tschüss. Ja, und damit wir noch wissen, wer am Sonntag spielt der BSV wieder auf heimischem Gelände gegen die Sportgemeinschaft Empor Brandenburg Turbine Golzow 1, die im Moment auf dem 2. Tabellenplatz liegen. Also auch das wird wieder ein schweres Spiel und da braucht die Mannschaft wieder Unterstützung vom Spielfeldrand, also ganz gehäuft dorthin und zwar auch am Sonntag, dem 30. allerdings ab 15 Uhr auf dem Sportplatz in Borkheide. So, nun bleibt mir nur noch das Wetter, dem Matze das Wetter ansagen zu lassen. Lieber Matze, bitte. Ja, hallo Lutze, hallo Borkheide, hallo Welt.
Ja, die Erkältung ist so am Ausschleichen. Ich habe immer noch ein bisschen Talstuch hier um, damit sich das nicht noch wieder verschlimmert, sondern jetzt endgültig mal rauskommt aus dem Körper, weil demnächst steht ja auch die Grippeschutzimpfung an und da müssen wir natürlich auch wieder fit für sein. Ja, heute zum Montag könnte man noch mit einigen Sturmböen rechnen am Nachmittag, so um die bis zu 65 km/h sind wohl angesagt. Wir werden sehen, was bei rumkommt. Temperaturen für die Woche sehen wir hier, liegen um die 14 bis spitze 18 Grad. Es ist ein bisschen durchwachsen, auch doch ab und zu Sonnenschein dabei. Oh Schreck, der Sommer, der ist weg. Genau, so ist es nun mal. Willkommen im Herbst. Ich vermisse den Sommer ein wenig, wobei ich mich jetzt auch langsam wieder auf die Saunasaison freue. Ja, ansonsten würde ich sagen, kommt gut durch die Woche. Regen hat man schon genug am Wochenende. Leider genau am Wochenende. Ja, hätten wir lieber eine Woche, aber naja, was wollen wir machen. Wie gesagt, schöne Woche an alle. Bis nächste Woche. Ciao. Ja, der Matze hört sich nach diesem Wochenende tatsächlich etwas müde an, war wohl zu viel feiern gewesen, aber danke für die Aussichten und Regen können wir ja nun endlich mal gebrauchen und sicherlich wird es auch noch ein paar schöne Herbsttage geben. Übrigens, Herbstanfang war gestern, den 23. September um 3.54 Uhr und den meteorologischen Herbst haben wir ja schon seit dem 1. September. Das war's wieder hier am Montag bei Borgheide News TV. Wie immer, euer Lutze. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Bis nächsten Montag und tschüss.